Wie öfter in den letzten Tagen schleicht der 8-jährige Michael zum Haus von Nachbarin Ulrike. Der Grundschüler kennt das Schlüsselversteck der Rentnerin und hatte zuvor beobachtet, wie die 70-Jährige das Haus verließ. Worauf es der kleine Einbrecher bei ihr abgesehen hat, würde die Witwe nie vermuten. Michael! Wie kommst du überhaupt hier rein? Hör mal, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich dich erwische. Jetzt langs. Jetzt gehen wir mal rüber zur Mama, komm. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Die 70-jährige Ulrike hat Nachbarsohn Michael gerne bei sich zu Gast. Doch dass der Schüler heimlich bei ihr eindringt, geht der Rentnerin zu weit. Auch Mutter Marie kann sich nicht erklären, was den 8-Jährigen ständig zum Haus der Witwe zieht. Marie, hör mal. Das ist schon zum dritten Mal, dass er sich bei mir drüben rumtreibt. Und jetzt hat er das Portemonnaie in der Hand und das Handy. Ich habe einen Familienhelfer angerufen und der kommt. Ich rufe jetzt noch mal an, dass es ein bisschen schnell geht. Es tut mir wirklich leid, das musst du mir glauben. Es ist ja sonst nie was vorgefallen, aber plötzlich ist er wie ausgerissen. Ja, ich weiß auch nicht mehr weiter. Er spricht nicht mit mir. Okay. Ich hab versucht, mit ihm zu sprechen, er spricht nicht mit mir. Ja. Der Michi ist ja jetzt schon in dem Garten von meiner Nachbarin erwischt worden und in der Garage. Daraufhin habe ich ja den Familienhelfer angerufen. Jetzt ist es eben so gewesen, dass er bei ihr in der Wohnung erwischt worden ist. Ich werde jetzt noch mal da anrufen und hoffe wirklich, dass er heute Zeit hat, um das schnell aufzuklären, was da los ist. Zur Erleichterung der 34-Jährigen hat Sozialpädagoge Jochen Klein noch am gleichen Nachmittag einen Termin frei. Der Familienhelfer will herausfinden, was Michael wirklich bei der Nachbarin sucht. Denn es steht ein schwerer Verdacht im Raum. Sie vermutet, dass er was klauen wollte. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er was klaut. Aber er ist jetzt schon mehrfach auf ihrem Grundstück gewesen. Sie hatten auch am Telefon schon gesagt, in der Garage war er auch. Genau. Und heute im Haus. Genau. Also muss er ja darüber. Er spricht ja nicht mit mir darüber. Also wenn ich ihn darauf anspreche, er macht zu, er guckt auf den Boden, er hält noch nicht mal den Augenkontakt zu mir und ich komme da einfach nicht weiter. Ich hatte halt auch schon das Gefühl, dass es vielleicht sein könnte, meine Mutter, die war für ein paar Wochen bei uns, bevor sie einen Platz im Pflegeheim bekommen hat. Und der Michi hat schon sehr darunter gelitten, als sie dann nachher weg war, weil es war halt sehr schön, die Oma war hier jeden Tag, wir konnten ihr helfen und Die vermisst er jetzt auch sehr. Also das ist so das einzige Bauchgefühl, was ich jetzt hätte, wo ich mir erklären könnte, warum er ausgerechnet zu der Nachbarin so die Nähe sucht. Aber wie gesagt, ich habe versucht, da schon das Thema mit ihm anzuschneiden und ich renne da vorne Wand. Okay. Für mich war es erstmal wichtig, Michael kennenzulernen, einen Zugang zu ihm zu finden und ihm die Möglichkeit zu geben, eventuell darüber zu sprechen. Und mir die Gelegenheit zu geben, herauszufinden, was jetzt das Problem ist. Warum steigt er bei Nachbarn ein? Sucht er nach etwas? Braucht er Hilfe? Keine Ahnung. Das war eben halt jetzt meine Aufgabe, eine Lösung zu finden. Ich wollte mal mit dir ein bisschen reden. Ist das okay? Ja. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Ja. Das ist ein schönes Bild, was du da malst. Danke. Für wen ist denn das? Und wer ist das, der da drauf ist? Das bin ich, das ist meine Oma und das wird für meine Oma. Ach, toll. Wo wohnt deine Oma denn? Nein. Siehst du die öfter? Ja. Ja? Ist das weit von hier? Geht. 15 Minuten mit dem Bus. Oh ja, das geht ja. Die Vermutung von Michaels Mutter, dass die Problematik mit Michael am Wegzug der geliebten Großmutter jetzt liegt, das kann ich nicht bestätigen. Denn Michael hat ganz klar mir zu erkennen gegeben, dass er ja jederzeit zu ihr kann, wohnt nur 15 Minuten entfernt. Er leidet also überhaupt gar nicht darunter. Sag mal, als ich so groß war wie du, ne, da hatte ich in meinem Zimmer immer einen Ort, wo ich meine Schätze versteckt habe. Das Spielzeug, mit dem ich am liebsten gespielt habe. Meine Autos oder Figuren oder was auch immer. Hast du auch sowas? Mhm. Hier, meine Pokale, meine Medaillen, meine Einzelmännchen und mein Fußball. Ja, cool. Perfekt. Ich meine, du bist ja hier schon gut ausgestattet. Weißt du, manche Kinder haben weniger als du. Gibt's denn irgendwas, was du dir noch wünschen würdest? Nee. So, keine Ahnung, mancher wünscht sich ein Handy zum Beispiel. Nein, ich darf das immer von meinem Vater ausleihen und ich krieg zu meinem Geburtstag eins. So, weißt du, ich habe jetzt nur ein Problem. Deine Mama, die hat mich um Hilfe gebeten, weil sie glaubt, dass du klaust bei der Nachbarin. Was? Ich habe doch nicht geklaut. Aber du bist ein paar Mal da drüben gewesen und bist eingestiegen ohne Erlaubnis.
Bist ins Haus gegangen, bist in die Garage gestiegen. Was wolltest du denn da? Das lass mich sagen, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis? Okay. Im Gespräch mit Michael versuchte ich herauszufinden, ob er etwas klauen will. Nach was sucht er, wenn er in eine fremde Wohnung einsteigt? Er hat in dieser Familie alles, was er braucht. Die Frage war aber, was sucht er? Und das wollte ich dann mit einer kleinen Aktion versuchen herauszufinden. Dazu begibt sich Jochen Klein mit Michael und seiner Mutter in das Haus von Nachbarin Ulrike. Da die Rentnerin den 8-Jährigen immer sehr mochte, will auch sie wissen, warum der Schüler plötzlich scheinbar zum Einbrecher wurde. Gespannt lässt die Witwe dem Familienhelfer freie Bahn. Wir wollen herausfinden, was bezweckt dieser junge Mann, warum treibt er sich immer bei Ihnen auf dem Grundstück und in Ihrer Wohnung rum. Dazu würde ich gerne ein kleines Experiment machen. Aha. Ich würde ihm jetzt gerne gestatten, dass er einmal alles einsammelt, was er möchte. Und dann hoffen wir, dass wir damit einen Schritt weiterkommen. Wäre das okay? Ja, okay. Für dich auch? Interessanter Ansatz. Wir suchen uns jetzt mal was. Guck mal, da auf dem Tisch, da gibt es so einen tollen kleinen Korb. Den nehmen wir uns mal. Okay. Das heißt, du schnappst jetzt diesen Korb, guckst dich in Ruhe um und dann suchst du dir aus, was du meinst, was da reingehört. Und dann tust du das da rein. Ich mach's nur, wenn Ulrike und Mama rausgehen. Okay. Und du musst versprechen, dass du es keinem erzählst. Okay. Okay. Aber das heißt, ich darf drin bleiben? Ja. Perfekt. Dass Michael jetzt die ältere Dame und seine Mutter nicht dabei haben wollte, wenn er sich frei in dem Raum bewegt und einpacken darf, was er will, kann ich sehr gut nachvollziehen. Erstaunt war ich, dass ich drin bleiben durfte, aber als fremde Person bin ich dieser Situation nicht so nahe. Und von daher war es sehr nett, dass ich drin bleiben durfte, denn sonst wäre ich mit der Aktion baden gegangen. Dass Michaels Oma für die Verhaltensänderung ihres Enkels verantwortlich ist, weiß Jochen Klein zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als der Sozialpädagoge erkennt, dass der 8-Jährige weder Wertvolles noch Naschereien einsammelt, keimt in ihm jedoch ein Verdacht. Dich interessieren diese Sachen hier alle nicht, ne? Also, du möchtest nichts davon haben. Ich sehe dich nur aufräumen. Warum räumst du auf? Was ist los? Ist das das Geheimnis? Okay. Das ist natürlich ein Problem, wenn wir jetzt nicht darüber reden können. Damit es keiner hört, würdest du mir das ins Ohr flüstern? Ich bin ja nicht von hier, weißt du. Ich. Putz mal. Okay. Ach so, jetzt verstehe ich. Also jetzt weiß ich natürlich auch, warum du das alles tust. Aber wir müssen die Erwachsenen einweihen. Weißt du, wenn die das nicht wissen, dann wird es immer wieder Ärger geben. Meinst du denn, du könntest den beiden das jetzt erzählen, wenn wir sie reinholen? Ja? Okay, dann. Hallo? Ja. Wir empfangen Publikum, denn wir haben Publikum. Etwas mitzuteilen. Beziehungsweise Michael hat etwas mitzuteilen. Okay. Dann sind wir gespannt. Meine Oma hat mir erzählt, dass ältere Menschen, die alleine wohnen, öfters Hilfe gebrauchen. Und dann habe ich mich in die Wohnung geschlichen und wollte aufräumen, wie das Einzelmännchen. Meine Oma hat mir auch total oft von denen erzählt, da dachte ich eben an die. Okay. Yeah, yeah, yeah. Du bist kein Einzelmännchen, du bist doch der Michi. Wieso gehst du denn dann nicht zu Ulrike und sagst, hör mal, komm, ich helfe dir ein bisschen. Wir haben Gott weiß was gedacht. Weil Einzelmännchen das heimlich tun. Da dürfte niemand was von wissen. Einzelmännchen handeln immer im Verborgenen. Und deswegen konnte sich niemand außer einer Familie oder der Nachbarin anvertrauen. Für mich total verständlich. Jetzt bist du kein Einzelmännchen mehr? Na, jetzt ist es ja bekannt. Jetzt kannst du immer gerne zu mir rüberkommen, dann können wir zusammen in den Garten gehen, dann kannst du mir helfen beim Aufräumen. Okay, ja. Würde ich mich auch sehr freuen, hör mal, kleiner Schelm, und ich hatte schon so eine Sorge. Du warst ja immer so ein Lieber. Aber da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Ich meine, ich habe nicht wirklich, komm mal her. Ich glaube, wenn ein Kind
einem Erwachsenen oder einer älteren Person so nahe steht wie Michael seiner Großmutter und erlebt die Hilflosigkeit, dann entsteht bei einem Kind sehr schnell der Wunsch, dieser Person zu helfen auch. Denn es sieht ja, wie bestimmte Dinge nicht geregelt werden können, wie sie bestimmte Dinge tatsächlich nicht handeln können. Und das erlebt man dann sehr oft, dass Kinder dann versuchen, einfach denen unter die Arme zu greifen. Mama Marie ist stolz, dass der hilfsbereite 8-jährige Nachbarin Ulrike jetzt regelmäßig in Haus und Garten unterstützt. Dafür revanchiert sich die dankbare Rentnerin gerne mit weiteren Heinzelmännchen für Michaels Sammlung.